Hallo. Hallo. Ich bin noch so aufgeregt, tut mir furchtbar leid. Meine Debütsendung mit dir als Im Ausgepackt-Format. im Ausgepackt-Format, ja. Es ist leider, ich bin zwar immer noch ein bärtiger Mann, aber Ja, wir spielen ja jetzt jetzt muss nicht, ich ja. Sachen vorstellen. Unangenehm. Schlimm. Ganz schlimm. Schlimm. Vor allem, wenn es so ein tolles Spiel ist. Savage Worlds, ja. Die Crowdfunding-Backer werden es schon gesehen haben, denn ihr habt diese Box schon erhalten. Wir dachten uns, es wäre vielleicht mal toll, die auch noch vorzustellen, bevor das Ding jetzt Ende November in den regulären Handel kommt. Gute Idee. Apropos regulärer Handel, ihr Crowdfunding-Backer kennt die Box vermutlich so. Wir haben für den Handel noch diesen Papierüberzieher, weil da halt drin steht, was drin ist. Ja. Und dieser Barcode ist auch noch Barcode und drauf. Preis, das braucht der Handel. Ihr habt die Box ja so bekommen. Wenn ihr jetzt sagt, das gefällt mir eigentlich mit dem Papierüberzieher viel besser, das hätte ich auch gerne in meiner Box, schreibt uns einfach an crowdfunding@ulysses-spiele.de. Ein paar sind noch übrig jetzt nach dem Fertigpacken. Die können wir euch dann noch zusenden, solange wir welche haben. Philipp wird sich dann darum kümmern. Ja. Und Sebastian auch. Der freut sich. Der freut sich. So, was ist denn in dieser großen Box drin? Also man braucht für Savage Worlds eigentlich nur das Grundbuch. Das hier ist nur Die Gesamtsammlung. Die Gesamtsammlung des Spiels. Was liegt hier oben? Wildcard-Würfel. Mit jeweils einem der vier Genresymbole anstelle der sechs. Wo die Genresymbole sind Fantasy, Horror, Science Fiction und Pulp. Und ja, anstelle der sechs habt ihr jetzt halt dieses Schwert und Schild, den Totenschädel, die... Den Zeppelin. Den Zeppelin für Pulp und die Strahlenpistole. Damit könnt ihr direkt loslegen, weil bei Savage Worlds hat jeder der Spielercharaktere und der besonderen Nicht-Spielercharaktere des Spielleiters ein extra W6 für Proben und man nimmt das Höhere. Geil. Absolut. Und diese Symbole sind auch auf diesen Pokerchips zu finden, die bei Savage Worlds Bennies heißen. Davon sind in dieser Schatztruhe 25 enthalten. Warum steht denn hier Adventure Edition drauf statt Abenteuer Edition? Das wollte ich auch gerade fragen. Weil wir die von Pinnacle Entertainment direkt aus den USA gekauft haben, anstatt eigene zu produzieren, weil die waren halt schon fertig. Das ist immer ein großer Vorteil für Sachen, die man sonst nur aufwendig produzieren müsste. Und die sind halt wirklich wertig, schwer und toll. Und sie machen geil Klick. Ja. Ganz genau. Das mag man. So, als nächstes haben wir vier Spielkarten-Sets. Und was haben wir da? Abenteuerkartendeck. Abenteuerkartendeck, Mächtekartendeck, das, ich vergesse mal die deutschen Namen, ja. Aktionskartendeck und die Statuskarten. Was mache ich hiermit? Abenteuerkarten sind ein optionales Spielelement, das kannst du am Anfang der Spielrunde austeilen. Jeder Spieler kriegt dann eine davon. Ach, immer falsch. Zumindest für Startcharaktere. Und die haben Einfluss sowohl auf die Regeln wie auch auf das Abenteuer, das man gespielt okay. hat. Du kannst zum Beispiel sagen so, hey, ich habe hier diese Karte, dadurch wird dieser Gegner jetzt eine Größenkategorie größer. Und dafür kriege ich einen Benny, weil der Kampf wird ja schwieriger. Spiele diese Karte anstatt zu würfeln, um automatisch einen Erfolg mit einer Steigerung bei einer Eigenschaftsprobe zu erzielen. Du kannst als Spieler einfach sagen, so, haha, mir gelingt das. Aber der Mindestwurf war 17, mir gelingt das. probiert das auf jeden Fall mal aus, ist sehr spannend. Ihr könnt am Anfang auch passend zu eurem Setting oder Abenteuer auch das Deck vorsortieren, wenn ihr nicht möchtet, dass zum Beispiel magische Elemente oder wie das eben erwähnte Steiger vergrößern des Gegners drin vorkommen. Entschuldigung, ich war so begeistert von... Wirst du hier oft entführt? Achso, da sind auch noch Zitate mit drauf. Ja. Ja. Du kannst auch noch dann Story-Elemente reinbringen, wie, hey, der NSC, der da vorkommt, war eine ehemalige Liebesbeziehung von mir. Also, ja, sehr spaßiges Element, kann ich jeder Runde nur empfehlen. Dann haben wir, wie gerade schon erwähnt, gibt es einige Settings, in denen ja Zaubersprüche, Priester oder Superkräfte vorkommen. Und damit man es ein bisschen einfacher hat, das nachzuhalten, gibt es eben diese Mächtekarten. Sagen wir mal, ich habe die Macht Geschoss, weiß nicht mehr, was das für optionale Kampfoptionen hat. Dann nehme ich eben die entsprechende Karte für Geschoss mit raus und habe das dann immer sehr direkt zur Hand. Direkt zur Hand. Die Aktionskartendeck ist eigentlich ein reguläres Pokerdeck. Mit Illustrationen allerdings von dem Cheyenne Wright, der schon seit Ewigkeiten für Savage Worlds auch illustriert. Außerdem steht auf der Rückseite von jedem dann die Initiative-Reihenfolge für Savage Worlds drauf, die ich immer wieder vergesse. Deswegen macht das durchaus einen Mehrwert. Verstehe. Und Statuseffekte. Savage Worlds ist an sich sehr überschaubar, was Statuseffekte und Regeln angeht. Allerdings, wenn ihr euch das Leben noch einfacher machen wollt, sagt ihr eben nicht, okay, du hast jetzt zwei Wunden bekommen und bist angeschlagen, sondern du gibst dem Spieler dann einfach zwei Wundkarten rüber und eine angeschlagen Karte und dann kannst du das darüber handhaben, zum Beispiel. Kann ich mehrmals angeschlagen sein? Nein. Wenn du mehrmals angeschlagen wirst, kriegst du mehr Wunden, Junge. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben.
Wir haben uns auch nicht nehmen lassen, ein allgemeines Ulysses-Schablonen-Set zu erstellen, weil wir der Meinung sind, das brauchen wir bestimmt auch noch für viele andere Spiele. Savage Worlds setzt ja nun gerne auf Miniaturen oder sogenannte Trifolds, also Pappaufsteller. Da kommen wir auch noch dazu. Und wenn ihr dann eben mit Miniaturen benutzt, könnt ihr diese Schablonen ansehen und zum Beispiel dieser Zaubereffekt oder dieser Flammenwerfer kriegt so viele Leute rein. Und dann hier auch mit großer, mittlerer und kleiner Explosionsschablone. Die sind extra so halbtransparent gehalten, damit du nicht erstmal das über die Modelle hältst und dann nochmal zur Seite passt das, sondern du kannst dann direkt durchschauen. Der erfahrene Tabletop-Spieler kennt das Problem. Genau. Es ist interessant, wie viele Jahre man eigentlich mit undurchsichtigen Plastik oder Pappe da gearbeitet hat, bis jemand auf die Idee kam, da mal durchsichtige Plastik zu machen. Die tolle Idee gehabt, einfach auf DIN A4 Seiten zu drucken und dann immer so blup, dann labern die auf dem Tisch. Okay, krass. Hab ich nie gemacht. Was haben wir hier noch? Einen Spielleiterschirm. Da sind neben dem Spielleiterschirm an sich auch ein paar Übersichtsbögen für Kampfoptionen dabei, damit ihr wisst, wie ihr eure Gegner am besten verwendet. Ansonsten haben wir diesen schick großen Schirm. Ja, dreiseitig, den mag ich am liebsten, weil die nicht so groß sind. Nur so dreiseitig. Die Bücher sind ja auch relativ, sind ja fast B5. Deswegen passen die immer noch hier hinter, eure ganzen Unterlagen. Und wir haben den Schirm im Gegensatz zum amerikanischen Original dann auch noch bunt gestaltet, weil das Original war nach allen Daten, die ich gesehen habe, nur schwarz-weiß auf der Rückseite. Wir haben die gleiche Gestaltung wie im Grundbuch genommen mit roten Überschriften und ich habe noch die Steigerungstabelle mit draufgepackt und die Initiative-Reihenfolge. Ah, wer kann sich da immer nicht dran erinnern? Genau. Es ist ja nicht so, als ob ich das nicht aus der Spielpraxis heraus da noch ein paar Änderungen drin vorgenommen habe. Du lässt deine Erfahrungen dort einfließen, Wahnsinn. Ja, meine Vergesslichkeit. Aber deswegen habe ich ja einen Spielleiterschirm, damit ich eben nicht mehr an sowas denken muss. Ganz genau. Jetzt kommen wir zu den Büchern. Jetzt kommen wir zu den Büchern, die ihr auch einzeln kriegen könnt, wie alles andere eigentlich auch. Der Weltenschafferband. Das ist eine Kombination aus zwei Bänden, die es im Original gibt. Im Original gab es nämlich ein Band mit 4 Mini-Settings und einen allgemeinen Spielleiter-Tipps und so kleine Essays zum rund um Savage Worlds. Das haben wir in diesem Weltenschafferband als Hardcover zusammengefasst. Und ich denke mal, für alle Spielleiter, die erstmal ein Startsetting brauchen oder eine Inspiration, wie kann ich mit Savage Worlds eigentlich mit ein paar Ideen direkt mein eigenes Setting machen? Finden hier direkt ein paar Ideen. Oder ihr spielt direkt mit diesen 4 Beispiel-Settings los, die breit gemischt sind von 80er-Jahre Zeichentrickserien-Intro unter Wasser über Roboter gegen Cowboys. Sind da auch diese Spieltipps drin, die wir benutzt haben für das Erstellen von den... Nee, die kommen separat, die habe ich nochmal was anders. Die sind nicht aus diesem Band. Voll ins Fettnäpfchen drehen. Na, das ist ja okay. Man kann auch hier Rücksprache stellen. Aber wenn du nochmal wissen möchtest, hey, wie bringe ich eigentlich mein eigenes Savage Worlds Produkt oder mein eigenes Produkt insgesamt an den Markt? Gibt es hier ein Essay zu von jemandem, der es gemacht hat? Das fand ich besonders schön. Einen Stamm aufbauen. Hier reden die Savage Mountain... Rocky Mountain Savages, eine große Spielevereinigung, darüber, wie sie es eben geschafft haben, eine Community aufzubauen und am Leben zu halten. So, hey, wir machen übrigens eine Convention mit 120 Runden. So, okay, wie habt ihr das hinbekommen? Okay, nice. Insgesamt viele spannende Tipps, nicht nur von den Autoren rund um Savage Worlds, sondern auch Leuten, die sich mit Savage Worlds eben beschäftigen. Sehr, sehr cool. Auch über Savage Worlds hinaus viele spannende Tipps und Ideen dabei. Kann ich also sehr empfehlen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Kernprodukt, worum es hier geht. Nämlich das Grundregelwerk für die Savage Worlds Abenteuer Edition. Was auffällt? Kein Lesebändchen. Schlimme Sache. Es ist unangenehm, weil ihr habt das ja immerhin, die Crowdfunding-Unterstützer haben das durch ein Stretch Goal freigeschaltet und die hätten dabei sein sollen. Durch ein bisschen ausbleibende bis fehlerhafte Kommunikation zwischen den einzelnen Teams ist es dann leider dazu gekommen, dass sie nicht mitgeordert wurden. Das tut uns wirklich leid. Alle Leute, die jetzt so ein Buch bekommen haben und uns über das Crowdfunding unterstützt haben, kriegen zur Entschädigung auch dann etwas anderes physisches, nämlich das Ulysses Wildcard Würfelset, das es auch einzeln zu holen gibt. Wir haben ja dank eurer Unterstützung im Crowdfunding diese 5 Würfel freischalten können mit jeweils einem 5W6, die anstelle der 6 dann eben ein Ulysses-IP-Symbol haben. Es geht nämlich darum, das Auge für das schwarze Auge, den Blitz für Talk Eternity, die Flamme für Myth, den Vogelkopf für Fading Suns und den Rabenkopf für Hexen. Wenn ihr also eins unserer Settings mit Savage Worlds bespielen wollt, habt ihr hier direkt das passende Würfelset dafür. Genau, einfach auch an Crowdfunding
an crowdfunding@ulysses-spiele.de schreiben, wenn das für euch okay ist, dass ihr dann anstelle des Lesezeichens dieses Würfelset bekommt. Das Lesebändchen. Ja, ich denke dann hoffentlich ab der zweiten Auflage dann mir auch mit Lesebändchen. So, was enthält das? Auf lockeren 208 Seiten alle Regeln, die man braucht, um eigentlich Savage Worlds zu spielen. Ohne Setting. Mhm. Es gibt dann nochmal immer eigene Setting-Regeln, aber die stehen in den entsprechenden Bänden drin. Und ja, wir gehen jetzt, glaube ich, nicht mehr genau auf Savage Worlds ein. Ne? Ihr habt ja bestimmt auch ein Let's Play von uns hier auf diesem Kanal gesehen. Ansonsten könnt ihr uns gerne alle Fragen, die ihr habt, auch noch schreiben. Das Buch ist aber da und es gibt es seit November dann noch einzeln für 29,95 im Laden oder für 9,99 bei uns im PDF-Shop. Und das riecht sehr gut. Es ist auch, finde ich, glaube ich, habe ja extra Markus darum gebeten, ein mattes Finish zu nehmen und keinen Extra-Lack oder sowas. Ich glaube insgesamt, auch mit dem dickeren Papier, bin ich, glaube ich, was die Verarbeitung angeht, auch sehr zufrieden. Reich mir doch mal die andere Version des Grundregelwerks. Oho. Weil in der Schatztruhe ist die reguläre Ausgabe drin. Ihr hattet allerdings auch die Möglichkeit, euch die limitierte Sonderedition zu holen. L'Edition Surprise, wie wir sie eben tauften. L'Edition Surprise. Ohne Käse. Und, auch hier kein Lesebändchen, tut uns leid, wenn ihr die geordert habt. Lasst es uns bitte wissen, wenn ihr dann auch das Würfelset dafür haben möchtet. Ich habe auf das normale Kunstleder verzichtet und gesagt, ich möchte hier gerne einen Leineneinband haben, damit es eben sich mehr nach Abenteuer anfühlt und so wie ein Notizbuch von Indiana Jones oder Konsorten aussieht. Das passt ja auch ganz gut mit der Größe. Ne? Ja, der Inhalt ist exakt der gleiche. Ich finde das insgesamt sowieso sehr toll, die Größe, weil damit kann ich wirklich gut arbeiten. Eine Freundin von mir meinte, als wir damals All Flesh Must Be Eaten gespielt haben, das hat ein ähnliches Format, das Rollenspiel ist toll, das hat nämlich die richtige Handtaschengröße. Das war für mich nie ein ausschlaggebendes Argument, um ein Spiel zu holen, aber ich muss sagen, das ist unterwegs zu lesen oder auch am Spieltisch zu benutzen, finde ich das Format tatsächlich sehr viel angenehmer. Ja, das ist echt cool. Als, und ja, dann habe ich noch gesagt, ja, könnt ihr da nicht irgendwie noch was mit Schwarz machen, damit es aussieht, als ob es reingebrannt worden ist. Ja, und ich habe auch weniger Skrupel, das mit zum Spieltisch zu nehmen, weil das kannst du auch wirklich benutzen. Man sieht nicht sofort den Toucher drauf. Geil. Ja, ich bin zufrieden. Voll savage. So ist es. Wir haben noch ein bisschen mehr. Aber im Crowdfunding haben wir immerhin über 50.000 Euro zusammenbekommen und das hat sich auch in einigen Stretch Goals niedergeschlagen. Oh, zum Beispiel das Wildcard-Würfelset, das wir eben schon erwähnt haben. Mit den Logos. Mit den Logos und verschiedenen Farben. Wir haben noch ein anderes Würfelset. Wir haben uns nämlich nicht nur gedacht, wir machen jetzt allgemeine Ulysses Schablonen, sondern auch jetzt mal ein Ulysses Abenteuerwürfelset, was rein zufällig auch für Savage Worlds benutzbar ist. Oh. Ja, also alle, also den W4, den W6, den W8, den W10 und den W12 enthält und selten bei Savage Worlds, aber auch ein W20 kann eingesetzt werden. Das sind schwarz marmorisierte Würfel mit so einer Art, mit goldenen Zahlen. Mit goldenen Zahlen. Ja. So, was ist denn das hier? Haha. Weiter unsere Ulysses Allgemeinmarke. Das hier sind 5 zusammenhängende Drehscheibmarker mit Magneten. Ach so, ich hab die ganze Zeit gefragt. Die sind nämlich, ja, diese Stapel so, schon. Was willst du denn hier mitmachen? Was, ja, ist genau. Das so doof? Ja, aber die Magneten hängen halt zusammen. Kannst du also auch ohne Probleme so auseinandernehmen, dann wieder zusammenfügen. Du drehst hier oben und dann siehst du in dieser Aussparung dann Werte von 1 bis 20. Das kannst du für verschiedene Sachen machen. Das muss ich dir nicht erklären, du spielst Magic. Ja. Du könntest das für Lebenspunkte machen. Ich mit meinem weißen Deck wäre damit zum Beispiel aufgeschmissen, weil ich mal wieder dann über 100 Lebenspunkte habe. Ich wollte es jetzt auch gerade sagen, aber... Aber für die meisten Magic-Spieler könnte es sich zum Beispiel lohnen. Oder hier, um bei Savage Worlds zu bleiben, wenn du zum Beispiel einen Magie-Worker spielst und dann deine Machtpunkte nachhalten möchtest. Anstatt das immer wieder aufzuschreiben, drehst du hier einfach entsprechend den Marker. Oder wenn du Munition benutzt, kannst du das einfach dann immer weiter runterdrehen, anstatt das immer wieder zu markieren. Das sind also universell einsetzbar mit dem schicken Ulysses-Drachen drauf, den Nadine damals gezeichnet hat. Ja. Und mit den coolen Magneten. Ja, die kommen im 5er-Pack, das könnt ihr also direkt in eurer ganzen Gruppe verteilen. Sehr cool. Und euch dann Spaß dran machen, die immer wieder auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, weil die Magneten halten. Genau, dann kann ich das noch zusammen mit den Pokerchips verbinden und dann... Hast du, naja, ja. Was? Ich weiß nicht, eigentlich müsste da Ton drin sein. Ich weiß nicht, warum die magnetisch sind. Aber ja, es funktioniert. Das wusste ich nicht. Geil. Ne? Okay, also für Spielkinder wie mich ist auch gesorgt. Ja, großer Spaß. Perfekt. Das ist ja das Tolle an den haptischen Elementen. Ja, das ist, so kriegst du mich. Das hier ist das, wir haben es genannt, Charakterbögen-Set.
Hier drin sind enthalten 25 reguläre Charakterbögen, einseitig auf einem Abreißblock. Wenn ihr oftmals durch die Settings hoppt bei Savage Worlds, braucht ihr verschiedene Charakterbögen. Wenn ihr euch die nicht ausdrucken wollt, hier in etwa dem Format des Grundbuches habt ihr das. Wenn ihr länger spielt und euch mehr um euren Charakter sorgen möchtet, gibt es hier auch noch Deluxe-Charakterbögen drin. Ich zeige erstmal den Abreißbogen. Ein Abreißbogen, ne? Ja, kann man machen. Und dann gibt es diese achtseitigen Deluxe-Charakterbögen. Mhm. Vorne sieht es genau gleich aus wie auf dem regulären, aber dann wird es eben interessanter, dass du auch noch dann Fahrzeuge, Vertraute, Tiere benutzen kannst, um die einzutragen. Aber Savage Worlds hat gar nicht genug Werte, dass ich irgendwie 8 Seiten damit füllen könnte. Deswegen sind jede Menge weitere Regeloptionen hier drin, sodass du das nicht mal mit extra Blättern brauchst, um nachzuschlagen. Schnellreferenzen. Ja. Hinten drauf auch noch mit die Checkliste für Settingregeln. Wenn ihr also sagt, wir spielen mit der und der Settingregel aus dem Buch, machst du einfach einen Haken dran, dann weißt du, dieser Charakter ist dafür geeignet. Nice, vergiss die hier nicht. Ja, gibt's aber auch als PDF. Müsste eigentlich auch jeder. Ja. Achso, ja, wenn ihr irgendwas vermisst in eurem Crowdfunding-Paket, lasst es Philipp und Sebastian gerne unter crowdfunding@ulysses-spiele.de wissen. Die kümmern sich dann darum, euch das nachzusenden. Habt Nachsicht, wenn es 1-2 Tage dauert. Aber wir kümmern uns drum. Ja, es gibt ein paar Crowdfundings, die ihr bearbeiten müsst. Ja. Auch genauso die digitalen Sachen. Solltet ihr irgendetwas vermissen, was eigentlich bei euch dabei gewesen sein soll? Es kann sein, dass einiges davon im Spam-Ordner gelandet ist oder einfach von Drive-Thru nicht mehr verschickt wurde, weil es zu viel auf einmal war. Lasst es uns einfach wissen, das ist kein Problem, dann schicken wir euch das schnell nach. Versprochen. So, fangen wir doch mit dem normalen an. Oder? Okay, das hier ist das Crowdfunding-Pack. Was es auch später dann noch gibt. Was sind hier drin? Vor allen Dingen Kleinigkeiten. 4 Lesezeichen, die es auch im amerikanischen Crowdfunding gab. Die hier enthalten auch neben einer schicken Illustration vorne auf der Rückseite dann auch Regelübersichten, wie die von mir sehr geschätzte Steigerungstabelle, damit ich immer weiß, was eine Zahl plus 4 ist. Das für mich ist ja sogar eine Zoll. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, auf Spielpraxis und so etwas. Toll, ne? Jeweils unten noch einen Maßstab dran zu legen, damit du weißt, wie viel 1 Zoll ist, um Bewegungsweiten und so etwas dann nachhalten zu können, wenn du sie benutzt. Ha! Entschuldigung, ich freue mich gerade. Ja. Außerdem ist hier dieser Zettel mit Beispiel-Archetypen dabei. Das sind 6 verschiedene. Wenn ihr also ein eigenes Setting macht und sagt, okay, ich möchte so eine Art Ritter spielen, könnt ihr euch einfach hier die Werte übertragen, zwei weitere Punkte an Handicaps aussuchen und dann ist euer Charakter fertig. Zack. So, bumm. Kannst du selbst im Science-Fiction-Setting machen. Habe ich auch noch ein paar Erklärungen dazu geschrieben. Genau, ich habe das geschrieben. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich hier auch wirklich eigene Texte verfassen musste, weil zu viele Stretch-Goals gefallen sind. Ihr seid schuld. Gib ihnen nicht zu viel Macht. Das musst du sagen. Du bist vom Crowdfunding-Team. Dann gibt es hier noch dieses Poster mit den beiden Titelmotiven vom Weltenschafferband und dem Grundregelwerk. Du magst das vom Weltenschafferband? Weil die so ein cooles Armband hat mit Hologramm. Mit Hologramm und oben sind noch Raumschiffe, die von einem Drachen. Also ich mag ja, ich stehe ja total auf Techno-Barbaren und das Bild holt mich auch super ab. Da fühle ich mich an eine gute alte Spielrunde zurückerinnert. Ja. Wir haben ja auch schon hier in der Firma Savage Worlds gespielt, ohne Kamera. Dann gibt es hier noch diese Aufsteller. Das sind, glaube ich, wie nennen wir sie? Charakterbogenzelte. Warte mal. Die knickt man halt einmal. Table Tents. Tischzelte. Die knickst du halt einmal und dann kannst du hier die Initiativekarte drauflegen, wenn du es hier unten nochmal umknickst und dann sieht der Spielleiter und alle anderen Spieler, wogegen sie würfeln müssen und so weiter. Hier ist dein Charakterbogen drauf und wenn du die Rückseite nutzen möchtest, auch noch ein paar Infos. Oder den Namen, falls sich deine Freunde den nicht merken können. So, Typ. Person 1. Spielleiter Person. Ich grüße dich. So, jetzt, können wir das, jetzt kommt das große. Das große Paket mit den Crowdfundings-Extras. So ist es. Warte mal, ich mach das mal da rein. Ja. So. Wir haben es Spielleiter-Set genannt, weil da Entschuldigung, jede Menge reingekommen ist, was der Spielleiter vor allen Dingen braucht. Wir hatten eben die Abenteuerkarten vorgestellt. Hier sind noch 5 verschiedene Flowpacks mit jeweils 5 Karten drin, die zu unseren eigenen Settings passen. Wie zum Beispiel, wenn ihr in Fading Suns spielen möchtet, hier ist Fading Suns Artwork drauf und passend zum Thema von Fading Suns sind eigene Abenteuerkarten drin. Das ist cool. Für DSA, für Hexen, für Talk Eternity und für Myth
Die sind nicht nur für die eigenen Settings geeignet. Also ihr könnt auch sagen, so, ey, der Effekt, der hier draufsteht, der passt total gut auch in meine Fantasy-Runde. Das ist zwar eigentlich DSA-Artwork, aber ich nehme das mal mit. Das sind also insgesamt nochmal 25 extra Abenteuerkarten, die ihr hier finden könnt. Ralf Kurzifer, unser geschätzter Komponist, hat es sich auch nicht nehmen lassen, zu den vier Settings aus dem Weltenschaffer-Band, die da drin sind, nochmal Atmosphäre, Hintergrundgeräusche und es ist keine Musik. Ambient. Es ist Ambient. Wenn ihr also da mal hören möchtet, wenn ihr in dem eben erwähnten Roboter gegen Cowboys-Setting da unterwegs seid, habt ihr hier mal schon ab und zu eine Moon, eine Kuh, Tumbleweed, das vorbeikommt, Sand, der in der Prärie rumreitet. Ja, genau. Ist schon drin. Für vier verschiedene Settings. Für das letzte Setting sind sogar zwei relativ lange Tracks drauf, weil das in zwei verschiedenen, sehr unterschiedlichen Orten spielt. Also einem Elfenraumschiff und einer verwüsteten Erde. Das haben wir uns gedacht, da müssen wir eigentlich zwei Tracks drauf machen. Könnt ihr als MP3 bei uns bekommen oder hier auf dieser CD abspielen. Dann gibt es sechs verschiedene vorgefertigte Charaktere hier drin, die ihr direkt geben könnt. Ihr erinnert euch an den Archetypbogen aus diesem Set? Das sind die jetzt komplett ausgefüllt auf einem Charakterbogen. Theoretisch habt ihr davon sechs bekommen. Leider ist es bei uns beim Packen zu ein paar Problemen gekommen. Wir haben zwar eine schöne Packstraße aufgestellt und da waren die unterschiedlich drin. Ihr seht, die sehen sich sehr ähnlich. Leider ist es dann auch dazu gekommen, dass unsere Aushilfen dann einfach schon mal fünf, anstatt insgesamt sechs, fünf aus einer Kiste genommen haben und die einfach reingepackt haben, anstatt die sechs unterschiedlichen zu nehmen. Auch da werden wir Ersatz zu schicken. Machen wir. Werdet ihr in den nächsten Wochen nach und nach bekommen. Genau. Sobald auch die Nachproduktion, weil wir haben keine mehr davon auf Lager, die müssen erstmal reinkommen und dann werden wir neu packen und euch das schicken können. Hoffentlich haben wir dann in der Zwischenzeit auch eine Meldung von euch, wie ihr das mit den restlichen Sachen dann haben möchtet. Das ist auch noch so eine Sache jetzt, ne? Das Aufstellerset werden viele von euch nicht gesehen haben, weil... Das hat auch die Aushilfen etwas verwirrt, haben sich gedacht, das ist das gleiche Produkt, da muss ich das nicht nochmal hinlegen. Leider nein. Das Aufstellerset ist ein Heft mit verschiedenen Aufstellern auf etwas stabilerem Papier. Wir erinnern uns an die Schablonen. An die Schablonen, die ihr dafür benutzen könnt. Die beruhen auch eigentlich durchgängig auf Ulysses Artwork. Und, die sind alle dazu geeignet, die Abenteuer, zu denen wir gleich kommen, die auch in dem Set sind, direkt bespielen zu können. Oh. Ja. Kommen wir nun zu deinem literarischen Schaffen. Nein, noch nicht, denn hier sind die Einleger für den Universalspielleiterschirm. Ah, diese. Jeweils, also wenn ihr einen volltransparenten Schirm habt, habt ihr auch beidseitig beides, aber kostet halt das Gleiche. Für die Vorderseite und die Rückseite entspricht dem Spielleiterschirm. Mhm. Aber wenn ihr den Universalspielleiterschirm lieber nutzen wollt, habt ihr hier die passenden Einleger im Blätterformat. Jetzt kommen wir zu meinem literarischen Schaffen. Ihr habt das wahrscheinlich schon in einigen Videos gesehen. Ich habe ja eine gewisse Art, eigene Settings zu erstellen, sei es nur für Savage Worlds oder sonst so. Und dafür nutze ich eine Checkliste. Die habe ich hier mal einfach aufgeschrieben. Die gibt es auch als kostenlosen Download auf unserer Homepage bei dem Savage Worlds Grundbuch. Links unten auf der Produktseite. Und hier steht nochmal der komplette Ablauf drin. Und wenn ihr dem folgt, könnt ihr zu Hause bestimmt das gleiche Ergebnis, wenn nicht ein besseres, erzielen. Und auf der Rückliste nochmal die... Das macht allein schon jede Menge Spaß. Ja. Also allein Setting erstellen macht Spaß. Ja. Mal gemeinsam kreativ sein und das Ding dann zu bespielen direkt. Auf der Rückseite könnt ihr dann auch direkt festhalten, welche von den optionalen Setting-Regeln aus dem Grundbuch ihr dann eben benutzen wollt. Nice. So, jetzt. Jetzt kommen wir zu den Abenteuern. Ich musste ja dann für jedes unserer Settings ein eigenes One-Sheet-Abenteuer machen. Die Idee dahinter ist bei Savage Worlds relativ üblich. Es gibt ein Blatt. Da passt ein ganzes Abenteuer drauf, an dem ihr einen Abend spielen könnt. Mhm. Und das habe ich eins geschrieben für, also ich habe vier... Für jedes der Systeme, die auch bei den Würfeln sind. Ja, bis auf das von Fading Suns, das ist eine Adaption. Ah, aber dazu kommen wir gleich. Ja, genau, mach du. So, für Hexen, Bär und Böcke. Ein Abenteuer in meiner Heimatstadt. Schreibt über das, was ihr kennt. Und ich habe hier einfach mal Tiermenschen in Alsdorf rumlaufen lassen. Und der Alsdorfer Burg. Und die könnt ihr jetzt hier in der Region entsprechend verprügeln. Nice. Spielt das jetzt auch in deiner Heimat? Nein, das spielt in Irland. Perlen vor die Säue ist ein Talk Eternity Abenteuer. Und da trifft man auf einen Feenhof und muss sich am Ende ein Rugby-Spiel gegen Schweine stellen. Okay, also es gibt jetzt, Ernst ist nicht meine Stärke. Ja, das ist ja immer eine Auslegungssache. Ja, du kannst es bestimmt auch tot ernst spielen. Schwierig, aber möglich. Aber es geht bestimmt. Die Götze des Affenkönigs ist ein DSA-Abenteuer von mir.
Dass ich auch das damals auf dem ersten... Das möchte ich nochmal ganz kurz... Ja. Ganz kurz betonen. Das ist ein DSA-Abenteuer. Das ist ein DSA-Abenteuer von mir. Mit Savage Worlds Regeln. Aber ich habe das auch schon mit DSA-Regeln geleitet. Auf dem ersten KRK gab es nämlich dann auch mich als Spielleiter und ich habe dreimal dieses Abenteuer in einer etwas erweiterten Fassung dann auch mit DSA 5 Regeln geleitet. Wahnsinn. Es ist seltsam, aber es hat Affenmenschen, es hat seltsame Prüfungen, es hat einen Dinosaurier und es hat einen Laser. Also alles, was Fantasy groß macht, ist in diesem Abenteuer zusammengefasst. Nice. So, jetzt kommt deine Adaption. Ja, Fading Suns ist ja momentan noch in der Entwicklung bei uns, die neue Auflage. Aber das spielt man ja sowieso mit Savage Worlds und das beruht auf einem alten Convention- und Einsteigerabenteuer aus einer Abenteueranthologie, die schon mal erschienen ist. Ich habe das jetzt ein bisschen umgebaut und für Savage Worlds angepasst. Hier geht es darum, dass man auf einem verwüsteten Luxusliner irgendwie rausfinden muss, was ist da passiert und ein Artefakt bergen muss. Also es ist relativ sandboxig aufgebaut und es kann sehr viel wehtun dabei. Und zu guter Letzt... Myth ist ein Brettspiel, das bei uns erscheinen wird, aber wenn ihr in diesem Setting auch halt Rollenspiel spielen wollt und eure Miniaturen von Myth einsetzen möchtet, weil Schablonen und so, habt ihr hiermit auch die Möglichkeit, mal die ganzen Krabbelfiecher einzusetzen und dann ein Dorf zu verteidigen gegen diese Viecher. Sehr cool. Ich bin stolz auf dich, Michael. Danke. Du hast nichts davon gespielt. Trotzdem weiß ich das zu schätzen. Danke. Ich weiß auch deine Arbeit zu schätzen. Gut. Das ist unser nächstes Format. Michael und Philipp schätzen ihr Format, ihre Arbeit. Und deine Formate. Und dein Format ist super. Super. Ich schätze dein Format. Genauso wie das Format der Bücher bei Savage Worlds. Alles ist toll. Wahnsinn. Ja. Gut. Das sind die Savage Worlds Produkte der ersten Welle. Es wird mit Savage Worlds bei Ulysses auf jeden Fall weitergehen. Beasts and Barbarians ist bereits in Übersetzung. Mhm. Das kriegt dann auch später das Layout der französischen Ausgabe. Das wird also sehr toll werden. Das wird allerdings auf jeden Fall 2020 werden. Ich bin auch schon in Gesprächen mit anderen Mini-Settings, die wir dann auch noch auf Savage Worlds bringen können. Und ja, müssen wir dann schauen, wann und ob wir dann auch unsere eigenen IPs dann mit weiteren Produkten unterstützen werden. Es geht auf jeden Fall weiter. Gerade losgegangen, hey, Lob und Anerkennung an Shane, der hat jetzt Deadlands Lost Colony für Savage Worlds gerade in Kickstarter gestartet, ist natürlich direkt gefundet worden. Da hatten wir auch einen Let's Play auf der Radcon, gell? Ja, aber nicht Lost Colony, das war das klassische Wild West Setting. Lost Colony ist der Science-Fiction-Ableger auf einem anderen Planeten, Banshee. Und ja, wir haben ja gesagt, wenn was Offizielles von Pinnacle kommt, werden wir das auch auf Deutsch bringen, also... Deadlands, Lost Colony, dann auch 2020 vermutlich auf Deutsch bei Ulysses. So sieht's aus. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für dein berechtigtes Interesse an den Produkten und Savage Worlds. Und ja, ich hoffe von euch zu hören und spielt Savage Worlds. Ja, und meldet euch. Hier. Crowdfunding@ulysses-spiele.de. Die Regie blends ein. Tschüss. Genau. Mehr winken? Jetzt müssen wir noch so unangenehmes Gespräch führen wie beim Vlog immer hinten dran. Du bist ja nicht Markus, also ja, okay. So unangenehm kann es gar nicht werden.